Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge waren wir hier oben und wollten mit dem Aufzug von Dectus fahren, was nicht geht. Wie die Fingerleserin uns gesagt hat, brauchen wir dafür zwei Monde. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ist auch egal. Wir müssen mal gucken. Also wir sind ja hier im Bereich, haben wir jetzt ja den Boss besiegt. Den Wolf und diese Hexe. Und es führt uns ja auch noch einen Weg hier rein. Da habe ich aber noch, glaube ich, gar keinen Oberboss besiegt, wenn ich mich erinnern kann. Ich weiß es aber nicht mehr. Egal, hier waren wir auf jeden Fall in der Unterwelt und da haben wir ja was besiegt. Da haben wir diesen komischen Blutsoldaten da besiegt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier weitermachen können. Ich bin gerade hier beim Refugium der Bestie, denn ich habe eine Bestie erlegt und dachte, wir können da mal reingehen und mal schauen, ob der uns noch was gibt. Ich weiß es aber nicht. Das ist auch nur beim ersten Mal. Keine Ahnung, wir reden mal mit ihm. Das ist nur erstmal gut, dann wisst ihr das auch. Dann würde ich sagen, wir reisen. Und zwar einmal kurz zur Tafelrunde, wollte ich sagen. Hier unten runter zur Tafel der Gnade. Denn dort haben wir auch eine bessere Musik und können uns ja vielleicht die Kräfte von denen aneignen. Ich will nur einmal wissen, was für Kräfte das sind. Und wenn die schlecht sind, dann behalten wir die, behalten wir unsere Sachen natürlich. Aber falls es gute sind, können wir die ja mitnehmen. Ich danke euch immer für die Tipps, die ihr mir zwischendurch gebt. Aber bitte lasst es auch bei Tipps bleiben. Ich möchte keine Spoiler. Also wenn es so heißt, um das zu finden, musst du nur nach da und da reisen, da findest du das. Das finde ich ein bisschen langweilig, weil ich will es alles schon selbst entdecken. Und ja, dafür trotzdem danke. Shudder with exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika to become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect as much from you as they do, young Gideon. Take this, a token of farewell. Abschiedsgeschenk? Talismanbeutel. Now, okay. Go forth, become Elden Lord. Das war's. Mehr kann ich hier nicht machen. Okay. Beim letzten Mal hat sie uns ja was angeboten, diesmal nicht. Okay, lass mal gucken. Also ich behaupte mal, dass dieser Talismanbeutel, der wird uns wahrscheinlich helfen, damit wir noch mehr Talismänner tragen können. Wie hier, ne? Sehen wir? Der Beutel hilft uns, das hier zu bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Talismänner haben wir denn drin? Also wir haben jetzt drin für den höheren LP. Langsamer LP wird regeneriert. Erhöht maximale Ausdauer, ist auch nicht schlecht. Beschleunigt die Ausdauerregeneration. Erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Was haben wir hier noch? Erhöht das Geschick, erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden, erhöht die Resistenz gegen Blitzschaden, erhöht den Fokus, verbessert aufgeladene Angriffe, verbessert ausdauernde Angriffe gegen Blocker, verbessert die einzige Konterangriffe von Stoßwaffen, da brauchen wir nicht so viel von, ne? Erhöht die Schussweite, ist natürlich immer ganz gut, aber ich glaube, wir nehmen erstmal, dass wir unsere Ausdauer ein bisschen erhöhen, warum nicht? Warum nicht? So, dann lass uns mal, ich gehe einmal zum Schmied, ich habe ein paar Sachen eingesammelt, vielleicht können wir da noch unsere Waffen ein bisschen verstärken, man weiß es nicht. Vielleicht auch unsere Geisterwölfe, weiß ich gar nicht, was wir alles gesammelt haben. Die können wir nicht erhöhen, dafür brauchen wir Gräbertalilie 4, die haben wir nicht. Wir haben natürlich noch andere Sachen hier, die könnte man natürlich mal irgendwann erhöhen, wenn man will. Man sieht hier, was haben wir denn da noch, wir haben neue eingesammelt. Asche, ne, was ist das hier? Asche der Marionettensoldaten. Asche der Kaiden-Söldners. Ruft die Geister von drei Seiten. Geil wäre ja auch irgendwie so ein paar Fernwaffen. Die Fernwaffen. Also so irgendwas, keine Ahnung. Blitze schießen oder so, aber das haben wir alles noch gar nicht. Gut, da können wir nichts erhöhen. Müssen wir die Gräbertalilie 4 haben. Die müssen wir mal irgendwann finden. Ja. Schade. Gehen wir mal zum Schmied und fragen, ob er uns irgendwie helfen kann. Bei unseren Waffen vielleicht. So, Waffe verstärken. Dunkelschmiedestein 6. Okay, haben wir noch nicht.
Schmiedestein 3 brauchen wir 4 Stück, haben wir 3 von? Dunkelschmiedestein 3, damit können wir unser Schild, das ist natürlich nicht schlecht, weil das Schild finde ich ja ziemlich cool. Das machen wir einfach mal. Und wir können das auch gleich nochmal verstärken. Und wir können es nochmal verstärken. Das macht nichts, wenn wir das benutzen für den Dunkelschmiedestein, oder? Denn andere Waffen haben wir im Moment gar nicht, die wir richtig gut benutzen wollen. Ich habe noch eine Waffe im Lager. Soll ich die mal kurz holen? Die holen wir mal, bevor wir die alle verballern hier. Und zwar... Warte, holen wir mal ganz kurz. Ich meine, ich habe da so eine Großwaffe. Das ist irgendetwas. Truhe sortieren. So, lass mal gucken. Erstmal Inventar. Da. Großschwert der Verpflanzung. Also, das haben wir. Dafür brauche ich aber die Stärke 40, die ich hier habe. Nur unter dem Ball. Die anderen Waffen machen nicht so viel. Ich würde das mal kurz mitnehmen. Ich will jetzt mal sehen, was das ausmachen würde. Schauen wir mal. Ich glaube, es ist ein Zweihandschwert, ne? Ist das richtig? Ich glaube, das ist ein Zweihandschwert. Gucken wir mal. Na, ich kann mit einer Hand. Boah. Nee, das geht gar nicht. Nee, das muss wieder rein. Oder beziehungsweise, mein Gewicht ist jetzt zu hoch. Wir müssen ein paar Sachen in die Truhe bringen. Oh, guck mal, wie träge ich bin. Die bringen wir kurz mal wieder rein. Das Schwert hat uns ein bisschen Gewicht gekostet. Aber wir haben ja noch andere Sachen, die wir da reinballern können. Eventuell könnten wir auch mal ganz viele Sachen verkaufen. Mal gucken wir mal kurz. Ah. Das war ja blöd. So. Guck mal hier. Die packen wir jetzt auch hier rein. Also. Kann weg. Kann weg. Magisches Großschwert der Getreuen. Lass mal drin. Kann man das wieder rausholen, da die Sachen? Weiß ich gar nicht. Kriegshammer. Alchemie Schimmersteinstab. Den werden wir niemals benutzen können, weil wir keinen Weih-Dings haben. Die Bolzen. Ich finde die Armbrust irgendwie blöd. Ich pack die Armbrust jetzt auch weg. Ach so, haben wir angelegt, okay. Gut, die müssen wir natürlich auch ablegen. Weil Armbrüste bringen mir irgendwie nichts. Also. Ich kann damit nicht so gut schießen, sagen wir so. So, das sind Pfeile. Okay. Gucken wir mal hier. Gucken wir hier mal auf die Schilder. Das Schild können wir jetzt mit Weisheit 15 haben. Das habe ich auch nur dabei, damit ich blocken kann. Das packen wir auch hier rüber. Okay, was haben wir hier? Das müssen wir gleich mal ausprobieren, das habe ich noch gar nicht getestet. Wie viel es uns mehr Schutz gibt. Die Klamotten lassen wir nochmal. So. Immer noch zu schwer? Warte mal, habe ich da was falsch? Habe ich gerade was übersehen? Also warte mal. Gucken wir mal kurz. Ach, guck mal, wir haben ein bisschen zu viel Gewicht drauf. Wiegt das Schwert echt so viel? Gewicht 21. Ja, okay. Das haut natürlich rein. Wir sind ein bisschen beladen. Aber pass auf, dann lass uns mal ganz kurz bei unserem Rüstungskram kurz was gucken. Ausrüstung. Gucken wir mal. Was? Ne, nicht Ausrüstung, warte. Inventar. Gucken wir mal bei den ganzen Sachen, die wir da haben. So, wir haben jetzt. Also, das Ding gibt uns Minus überall, wie man sieht.
Helm ist aber ganz gut eigentlich, den wir da haben, oder? Wir müssen uns über die Ausrüstung machen. Ich muss einmal gucken, wie das da aussieht. So, also. Den haben wir jetzt. Der würde uns ein bisschen mehr geben, aber körperlich geht er ein bisschen runter. Die Robustheit auch. Das Gleichgewicht auch ein bisschen. Dafür ist er bei allen anderen aber ein bisschen besser. Gewicht 4. Der hat ein bisschen mehr. 4,6. Das ist natürlich auch nicht schlecht hier. Also hier haben wir 12, ne? Und hier gehen wir einfach mal auf bei allen hoch. Hier ist natürlich das nicht schlecht, aber... Ich glaube, wir sollten den Helm mal benutzen. Genau. Und die anderen packen wir weg. So, dann wollen wir hierbei gucken. Da haben wir ja eigentlich das. Das Gewicht höher, dafür würden wir aber beim allen anderen ein bisschen besser dastehen. Eigentlich nicht die Immunität, die geht natürlich richtig runter. Robustheit, Lebenskraft geht auch runter. Ach, da weiß ich, da lasse ich das erstmal noch so. Da haben wir ein bisschen mehr, was das angeht. Das haben wir auch noch. Und bei den Füßen. Hier geht es auf jeden Fall alles höher. Blitzheilig. Ah. Okay. Das lassen wir erstmal so. Gut, den Rest packen wir jetzt nämlich rein. Oh, Alter, guck ich mal an, wie langsam wir sind. Achso, wir müssen reinpacken. Zieht sich gerade ein bisschen, tut mir leid. Müssen wir aber einmal das ja auch alles ordentlich machen. So. Also wir packen auf jeden Fall. Und hier haben wir schon drin. Auch drin. Auch drin. Gut, den Rest behalten wir. Hä? Bin ich irgendwie... Bin ich immer noch so voll? Habe ich das gerade nicht alles da reingetan? Oder bleibt das immer bei mir jetzt trotzdem? Verstehe ich nicht ganz. Ist alles drüben hier. Ach so, klar, die Bolzen so bleiben ja, solange ich nur eine bestimmte Menge habe, bleibt es ja da. Aber ich dachte, ich hätte jetzt eigentlich... Jetzt hätte ich dachte, ich hätte eigentlich so ein bisschen... 62 von 52, krass. Na gut, dann können wir das mit dem Schwert leider nicht machen. Dann müssen wir einfach darauf hoffen, dass wir unseren, na sag schon, ach, das habe ich angelegt, okay. Dann müssen wir darauf hoffen, dass wir unseren, unser Eismonster-Schlagding da irgendwie nochmal verändern können. Dass wir den nochmal stärker bekommen. Ist aber auch nur, wenn er ausgerüstet ist, ne? Also ich kann theoretisch das tragen, aber wenn es ausgerüstet ist, dann nicht. Okay, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. So, wir gucken mal kurz mit den Waffen jetzt. Da.
Racheschwur. Dunkelschmiedestein 1. Er haut ja auch schon gleich viel mehr rein, ne? Mal guckt. Okay. Hier brauche ich leider so einen Schmiedestein 6. Den haben wir leider nicht. Kann ruhig den herbekommen. Das kann ich weg. Ah, weg damit. Achso, warte. Jetzt können wir es verkaufen, ne? Machen wir mal. Gut. Brauchen wir hierfür noch? Brauchen Dunkelschmiedestein 3, um den noch stärker zu machen. Obwohl, ja, das Problem ist, das Ding wiegt natürlich echt einfach mal arsch viel, wiegt das, ne? Das ist so schade. Ich würde natürlich gerne das Ding mal einsetzen hier. Aber dann bin ich voll überladen. Die anderen haben auch überhaupt kein Gewicht, die Sachen. Es ist nur das Schwert, was einfach so viel wiegt. Ah, das ärgert mich jetzt ein bisschen. So, wir packen das mal trotzdem in die Truhe. Die ist unterwegs mal aus Versehen Verkauf. Und werden mal gucken, ob wir irgendwas finden können, womit wir mehr Gewicht tragen können. Gibt es ja auch. Gibt es auch nicht Talismänner dafür? Ich glaube schon. Wir machen es trotzdem mal kurz so. Ja. Gucken wir mal hier rein. Talismänner. Ausrüsten. Erhöht Attribute, aber auch erlittenen Schaden. Das wollen wir nicht haben. Verbessert Abwehrkonter. Auch nicht so viel, was wir da eigentlich bekommen, ne? Können wir auch den Abwehrkonter ein bisschen besser machen. Oh, machen wir auch mal so. Okay, ja, man muss sich echt damit auseinandersetzen, ein bisschen. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann, das ist verrückt. Wofür sind denn diese Speicherplätze da unten gedacht? Ich weiß es noch nicht, na gut. Gut, also hier können wir jetzt nicht viel weiter, viel mehr machen. Das heißt, wir gehen jetzt... Oh, wir gehen jetzt hier drüben wieder hin. Und versuchen hier einfach weiterzukommen. Wir waren ja schon mal hier unten in der Erde, wie ihr sehen könnt. Kann ich das zeigen. Aber jetzt versuchen wir das hier oben zu erreichen. Und deswegen dachte ich mir, machen wir heute dieses Land hier. Allerdings müssen wir gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Also hier zeigt er ja Kirche der Seuche. Hier drüben waren wir auch noch nicht. Also müssen wir alles durchforsten hier. Hier waren wir auch noch nicht. Hier gibt es auch unten. Hier unten gehen wir auch noch längs. Also er zeigt ja schon die Wege an hier, ne, wo wir hin müssen. Also ich würde sagen, wir reisen einfach mal hier hin. Und dann geht es nach unten. Wir müssen es einfach mal testen alles.
So. Genau. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Was ist da hinten denn? Oh. Hatte ich jetzt noch gar nicht gesehen. Gucken wir auf die Karte. Ich würde jetzt sagen, wir gehen mal hier hin. So, wir markieren mal, dass wir ungefähr hier hinkommen. Was ist das denn für ein Viech? Okay. Okay. Okay, der ist so ein bisschen. Die sollten wir vielleicht jetzt nicht angreifen unbedingt. haut ein bisschen mehr rein, der Gute. Aber naja, was soll's. Wir gucken nochmal. Heieiei. Hätte man vielleicht auch von hinten mit dem Schlag erst machen sollen. Jetzt müssen wir, ich folge jetzt einfach mal meinen Pfad, den ich da gehen wollte. Oh! Oh, kommt da hinter mir irgendwas. Oh! Glück gehabt. Was ist denn das da hinten? Ach, guck mal da. Da schleicht so ein Viech rum. Seht ihr das? Oh, den habe ich nicht gesehen. Fieses Viech, aber jetzt lassen wir den mal in Ruhe. Jetzt versuche ich mal da hinten hinzukommen. Da sind mehr von diesen komischen Hunden. Da sind ganz viele von diesen Hunden. Wir müssen versuchen, in der Mitte durchzulaufen. Unentdeckt zu werden vielleicht. Irgendwie verliere ich gerade den Fokus aus den Augen. Ich soll da hinten hin. Ach, guck mal, die kämpfen beide gegeneinander da. Ein Ritter gegen... Oh, shit. Was ist das denn hier? Boah, wir gehen einfach mal schnell rein. Das Monster ist genau hinter mir, aber ich glaube, ich kann auch reinkommen, ohne dass was passiert, oder? Katakomben von Khalid. Alter Schwede. Das ist ein Leuchtfeuer, das können wir mal nehmen. Und jetzt gehen wir mal hoch, vielleicht können wir die trotzdem platt machen. Ei, hab ich mich noch gekriegt. Okay. Was vor.
Tornado-Affe. Mist, ich muss gerade stehen. Oh, gut, dass wir da drinnen noch das Ding mitgenommen haben. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für das Level hier, kann das sein? Hier hauen die so ein bisschen rein. Krass. Wir gehen mal runter in die Katakomben da und gucken mal, was da passiert. Ja. Dann lass mal gucken. Aber warte mal, wir können es auch noch mal ein bisschen stärker machen, glaube ich. Denn, ich habe noch ein paar... Ich habe noch ein paar Inventarsachen drin hier, glaube ich. Das zumindest. Okay, das war jetzt nicht so viel, aber wir haben noch diese große Seele, glaube ich. Da verballere ich jetzt auch. Wer weiß, für irgendwas kann man die bestimmt benutzen, aber ich benutze jetzt einfach hier. Das Echo. Nehmt mit Hilfe einer Fingerlesen die Macht des Namengebers in euch auf. Haben wir, habe ich doch versucht. Oh, da müssen wir nachher nochmal hingehen. Vielleicht hätte ich sie nochmal ansprechen müssen, um was zu bekommen von ihr. Können wir mal gucken. Grabfeilchen, okay. Oh nee, Gift. Gift ist immer blöd. Nein, Wasser. Warte mal. Okay, es bringt uns nicht so viel, denn wir haben ja immer noch keinen Schutz hier unten drin. Gräbertalilie 4, die brauchen wir auf jeden Fall, um unsere Hunde stärker zu machen. Ja, super, nimm noch ein Getränk zu dir. Das war richtig gut von mir. Vorsicht vor links. Noch eine Gräbertalilie 3, okay. Ja. Okay, zweimal töten. Die sind ja ein bisschen schwierig, diese Katakomben. Erstens runter und dann Achtung, Nachricht. Runter suchen und dann rechts versuchen. Ah, okay. Ist wieder voll mit Gift hier, ne? So, kurz warten hier. Ah, der Haiopein, habe ich gesehen. Okay. Da unten ist so ein Viech.
Müssen ein bisschen ranlocken hier, oder was? Ich kann natürlich versuchen, mit Eis zu schocken gleich, aber ich kann ja nicht da runter in dieses... Kann man ruhig dichter kommen, das Viech. Geht das nicht langsam weg? Ach, das ist doch blöd. Den müssen wir gleich, glaube ich, mit der Axt platt, mit dem so platt machen. Es gibt bestimmt irgendwas, womit man sich schützen kann. Aber das haben wir leider nicht. Wo wieder? So. Aufpassen, dass wir nicht, dass wir nicht hier getroffen werden von denen. Oder dass noch mehr von dem uns platt macht. So, da hinten ist das auch verseucht da drin. Ich kann das nicht sehen. Jetzt machen wir uns das hier. Oh. Irgendwas war doch da. Was war denn das? Ich kann nicht sehen, was da war, das ist das Problem. Was um die Ecke da? Man hört ja schon was, ne? Das ist natürlich doof, aber was habe ich denn irgendwas im Inventar, was ich da nutzen kann? Oh. Lass mal gucken. Okay, jetzt war schnell wieder hoch. Heieiei, oh. Hei, okay. Aber da war was. Gute Nachricht hier oben. Hier stand nämlich. Erst runter und dann, Achtung, hier stehen und dann rechts versuchen. Das war mir schon klar, weil ich schon gehört habe, dass da irgendwas war. Gut, haben wir ein paar Linien bekommen wieder. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir haben natürlich eine Belastung hier, aber gibt es da irgendwas, was wir da nutzen können, was uns da wirklich... Erhöht die kurze Immunität. Kann man das nutzen dafür? Ne, geht gleich hoch, okay. Ich habe gedacht, das hilft dagegen irgendwie, aber es hilft anscheinend nicht. So, wir müssen da drüben auf jeden Fall trotzdem rüber.
Ja, Geisterteil hier ist natürlich gut für uns. Vorsicht vor links, sozusagen solche voraus. Vorsicht vor hineinstürmen, links versuchen. Okay. Okay, warten wir kurz hier. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas kommt gleich. Aber wir halten uns kurz mal hier fest. Also wir müssen mal... Wir müssen, glaube ich, mit der Ausrüstung mal hier dieses Gift-Antidot reinpacken. Damit ich mich auf jeden Fall heilen kann zwischendurch mit sowas. Also auf das können wir auf jeden Fall benutzen einmal. Hier ist eine Marika. Okay, die kriegen wir nicht auf hier, denn die müssen wir erst den Schalter finden. Ist die Frage, wo dieser fucking Schalter ist. Okay, warte mal. Okay. Das habe ich mir schon gedacht. Okay, ich dachte, das wäre jetzt eine andere Tür. Das ist genau die Tür. So, kommt der nächste Boss hier unten. Wir wissen ja schon, dass diese Boss hier unten immer sehr, sehr kacke sind. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unsere Wölfchen mit reinnehmen. Gegner voraus, haben wir schon gedacht. Gucken wir mal, ob wir die schaffen. Ich glaube es zwar nicht. Zumindest nicht beim ersten Mal, aber wir suchen es trotzdem mal. Wow. Okay, vielleicht sollten wir da die Hunde ihren Kram machen lassen. Friedhofsschemen. Wir können direkt bei Marikas Fall anfangen. Das ist ja direkt hier vor, oder? Gut, versuchen wir nochmal. Der haut rein. Wir müssen immer unser Leben, unsere Dings wieder haben. Unsere Runen, das waren nämlich richtig viele. Das würde mich ärgern, wenn die jetzt wegfallen. Alter, haute der rein. So, warte mal. Das soll man nehmen. Und warte mal ganz kurz bei den. Müssen wir ganz kurz bei den Talismännern gucken. Gab's da nicht irgendwas von wegen. Das kommt mit. Ich glaube, so schwer ist er gar nicht. Aber man muss ja mal gucken. Also, wir müssen auf jeden Fall unsere Sachen erstmal einsammeln. Los geht's. Wölfe sind eigentlich ganz gut, ne? Oh! Nein!
Okay, jetzt haben wir keine. Okay. Oh, was ist das denn? Oh. Okay. Ich muss ihn angreifen, bevor die Wölfe tot sind. Sonst macht das keinen Sinn. Ja, bevor die Wölfe sterben, müssen wir ihn angreifen. Ich glaube, sonst wird's nicht gut für uns. Die Wölfe sind aber super, weil die lenken den gut ab und ich kann meine Sachen einzeln einsammeln, was natürlich sehr wichtig ist. Ah! Hat er mich auch schon gleich erwischt. Nein! Nein! Oh, ich habe meine Münzen noch eingesammelt vorher. Oh, ey, meine Ruhen. Aber das war ja dumm. Ich hätte gleich weggelaufen sollen. Die Wölfe machen noch den Rest. Oh, Mann. Alter. Ja, nochmal. Mist. Krieg ihn damit nicht? Ah! Okay, da bringt bei ihm nichts, das Eis stampfen. Das heißt, wir müssen ihn angreifen. Okay. Gut. Hätte gedacht, das Eis stampfen bringt vielleicht was, aber es bringt gar nichts bei dem. So, nochmal. Nein! Hunde, greift ihn an! So. Nein, das gibt's doch gar nicht. Er ist doch fast tot. Komm, Hunde, mach ihn fertig. Ja. Gott sei Dank. Asche des Sprosses der Fäulnis. So ein Spast. Haben wir den auch geschafft. Nicht schlecht. So, gehen wir zurück zum Eingang. Klar. Sehr gut. Ja, aber das soll es auch gewesen sein für heute. Beim nächsten Mal machen wir direkt da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.